Ja, hallo, mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer. Ich habe euch in dem vorigen Video erzählt, was ein semi-virtuelles Studium an unserer Hochschule für angewandtes Management bedeutet, dass wir semi-virtuell sind, das heißt blended. Blended bedeutet, du kommst dreimal eine Woche im Semester an unseren Campus, kannst also berufsbegleitend studieren und der Rest passiert online auf einer Plattform. Ich bin nun gefragt worden, ja, was heißt denn, wie funktioniert denn blended Studium? Wer kann sich das zutrauen und wie funktioniert das? Und deswegen möchte ich euch hier an unserem Adventure Campus in Treuchtlingen, hinter mir unsere eigene Boulderwand, die hier im Campus integriert ist, weil es eben ein Adventure Campus ist. Okay, also lasst mich mal ein paar Sätze sagen zu unserem semi-virtuellen Studium. Ein semi-virtuelles Studium, wie gesagt, du kommst dreimal eine Woche, das ist ganz normale Universität, ganz normales Studium an der Hochschule hier, wie du das kennst. Ja, also ihr trefft euch, der Kurs kommt, die Dozenten kommen, der Kurs beginnt oder die Kurse beginnen immer hier, auch hier von 9 bis 18 Uhr, manchmal ein bisschen länger. Danach trifft man sich eben am nächsten Tag oder geht zusammen weg. Und das Schöne hier an unserem Adventure Campus ist, hier kann man für günstiges Geld als Student auch vor Ort bleiben die Woche. Man kann also ganz günstig übernachten, was am Standort in München vielleicht ein bisschen teurer ist, aber eben auch eine gute Möglichkeit. Also ihr kommt ganz normal diese Woche, es ist ganz normaler Präsenzbetrieb. Ihr trefft eure Dozenten, ihr trefft eure Professoren und Professorinnen und wir arbeiten in diesen Präsenzphasen eben die Punkte, die in der Online-Phase oder für Blended keinen großen Sinn machen. Also immer da, wo es Sinn macht, dass die Gruppe zusammenkommt, dass ihr mit dem Dozenten oder mit dem Professor zusammen seid, kommt ihr eben hier, dann treffen wir uns in der Präsenzphase. Die Online-Phase ist auch ganz einfach. Wir haben eine Plattform, das ist die Software Moodle. Und da hat praktisch jeder Professor richtet da seine Kurse ein und kommuniziert über diese Plattform mit seinen Studenten. Das heißt, die Kurse sind eingeteilt. Meistens haben die 6 CP, 6 Credit Points pro Kurs, pro Semester. Das sind also die europäisch anerkannten ECTS-Punkte, weil unser Studium natürlich voll akkreditiert ist und voll anerkannt. Ihr bekommt ja dann auch, wenn ihr Bachelor studiert, den Bachelor of Arts. Oder wenn ihr an unserer Privatuniversität im Schloss Seeburg am Wallersee in Seekirchen seid, da bekommt ihr dann den Bachelor of Science oder eben den Master of Science oder an der Hochschule den Master of Arts. Okay, ja, und in die Blended-Phase, wie gesagt, jeder Professor räumt da sein virtuelles Klassenzimmer ein. Dort lade ich zu unterschiedlichen Themen Movies rauf, eigengedrehte Videos, vertonte Präsentationen und über eine Agenda, über einen Lernplan, den ihr immer wochenweise abarbeiten müsst, sind Aufgabenstellungen drin, sind Fragestellungen drin, die ihr zur Prüfungsvorbereitung natürlich bearbeiten könnt oder bearbeiten sollt. Und wir passen natürlich und stimmen das natürlich individuell eben auch auf eure Anforderungen im Beruf oder eben in der Freizeit. Oder manche sind Sportler, die dann Berufssportler sind bei uns, andere haben vielleicht eine Familie, sind Kind oder andere sind sehr, sehr stark engagiert im Beruf, arbeiten schon oder sind vielleicht Werkstudent oder Werkstudentin. Also dieses flexible Konzept gibt euch eben einen extrem hohen Freiheitsgrad. Ihr müsst auch gar nicht in Deutschland sein. Ihr könnt dann in dieser Zeit, wo keine Präsenzphase ist, könnt ihr sogar aus dem Ausland dann auf mich und auf unseren Campus zugreifen, weil diese Online-Phase, eben der Online-Phase ist es egal, von wo aus ihr da mitmacht. Dann haben wir Google Hangouts, wir haben virtuelle Klassenzimmer, da treffen wir uns entweder in einer größeren Gruppe zum Streamen, zum Austauschen in einem virtuellen Klassenzimmer oder bei Gruppenarbeiten eben in kleineren Gruppen im Google Hangout und bearbeiten face-to-face dann bestimmte Fragestellungen aus der Praxis oder wir bereiten eure Prüfung vor. Somit ist das virtuelle Konzept eigentlich ein ganz tolles Konzept, wie ich schon sagte, du hast einen enormen Freiheitsgrad und kannst eben hier nebenher andere Dinge tun oder du kannst eben schon in diesem Berufsfeld, in den du später einsteigen willst, eben schon tätig sein. Und diese Art zu studieren ist dann eben ein riesengroßer Vorteil zu dem klassischen, zu dem herkömmlichen Studieren, wie ich studiert habe. Ich habe an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert und promoviert und das war halt noch ein voll klassisches Studium. Jeden Tag Universität von in der Früh bis auf die Nacht. Mittendrin vielleicht mal ein paar Pausen, aber ansonsten ein volles Präsenzstudium, das eben seine Vorteile hat, aber das eben auch sehr, sehr viele Nachteile hat, weil du eben auf Jahre hinweg an einen Ort gebunden bist
und nebenher eben in der Wirtschaft oder nebenher kaum in Firmen arbeiten kannst, in denen du gerne arbeiten möchtest und dann vielleicht, leider dann vielleicht irgendwo in der Kneipe versauerst und da eigentlich nicht vorwärts kommst. Also überleg dir das einfach mal, wenn du noch Fragen zu diesem semi-virtuellen Studienkonzept hast, kannst du mich gerne anrufen. Meine Telefonnummer ist die 0171 358 2159. Mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer von der Hochschule für Angewandtes Management und ich stehe eben Pate für die Fächer Markt- und Werbepsychologie an der Fakultät für Wirtschaftspsychologie und ich kümmere mich auch um Online-Marketing und Online-Kommunikation und biete hier auch noch einen Branchenfokus an. Das heißt, mit dem Fokus Online-Marketing und Online-Werbung auch ein Bachelor, aber das ist ein Thema für einen kleinen neuen Movie. Ich hoffe, euch jetzt heiß gemacht zu haben. Anmeldung jetzt für das Wintersemester Bachelor of Wirtschaftspsychologie. Meldet euch bis September oder im September, glaube ich, geht's los. Ruft jetzt schon an der Hochschule an, reserviert euch einen Platz. Geht einfach an die Hochschule für Angewandtes Management Hamm in München-Ismaning oder eben direkt hier, wenn ihr Lust habt, an diesem wunderschönen Campus in Treuchtlingen, an unseren Adventure Campus zu kommen. Da haben wir ganz, ganz tolle Ambientes eben auch für euch vorbereitet und so kann ein Studium auch Spaß machen und ihr könnt nebenher arbeiten. Also ich hoffe, euch zu dem Blended-Format einiges erzählt zu haben. Solltet ihr noch Fragen haben, fühlt euch frei, ruft mich einfach an, ich stehe euch zur Verfügung und es würde mich freuen, einige von euch, die diesen Film gesehen haben und ich vielleicht ein bisschen infizieren konnte, dass ich euch dann im Wintersemester als Studenten sehe und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Peter.